Ja, moin moin liebe Leute, hier ist Dietmar von tariftipp.de. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Test des Motorola One Macro, unserem Handy Test Nummer 580. Ja, Motorola hat ja mit der One-Serie im Jahr 2018 begonnen, Ende 2018 mit dem Motorola One, damals noch ein Allrounder. Und dann kam im Jahre 2019 mehrere One-Smartphones mit so einer gewissen Spezialität jeweils auf den Markt. Zunächst das One Vision, das hatte ein 21:9 Format Display. Dann kam im August 2019 das One Action mit einer Action-Kamera. Dann gab es noch das One Zoom im September mit einer Telekamera, also mit einer sehr guten Kameraausstattung. Und nun also zu guter Letzt hier dieses Smartphone, das Motorola One Macro. Der Name sagt schon, es hat eine spezielle Makrolinse, ein Makroobjektiv, mit dem ihr halt sehr nah rangehen könnt an das Objekt eurer Begierde zum Fotografieren oder auch zum Filmen. Dieses Smartphone kostet 199 Euro UVP, ist jetzt gerade erst in Deutschland auf dem Markt erschienen. Und ja, hat so ein paar Besonderheiten und wie immer will ich euch in diesem Video hier dieses schöne Smartphone näher bringen. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test und schon geht es los. So, dann starten wir mal mit dem Unboxing und schauen, was wir im Lieferumfang des Motorola One Macro so finden. Wir haben hier zum Test die blaue Variante bekommen. Es gibt dieses Smartphone auch in Violett. Und ja, es ist gleich eingepackt in diese Handyhülle hier aus Silikon. Die ist also dabei. Das ist doch schon mal sehr gut. Des Weiteren im Lieferumfang eine Kurzanleitung, ein SIM-Tool und Garantiehinweise, der übliche Papierkram. Außerdem haben wir dann noch ein USB-Daten- und Ladekabel vom Typ C. Und ein Netzteil mit 10 Watt. Ja, Motorola sagt dazu Schnellladeadapter. Ich werde da später nochmal drauf zurückkommen. Und ja, ein Kopfhörer ist leider nicht dabei. Ja, hier seht ihr das Kunststoffgehäuse des Motorola One Macro. Wir kommen zum Thema Verarbeitung und Wertigkeit. Das Handy ist leider nicht gegen Wasser und Staub geschützt. Es gibt zwar einen Spritzwasserschutz, ich glaube nach IP52, aber bitte nicht unter Wasser halten oder tauchen. Das würde dem Handy nicht so gut tun. Und ja, das Smartphone hat normale Abmessungen, 158 mm beträgt die Höhe, 75 mm die Breite und 9 mm die Bautiefe, das Ganze bei einem Gewicht von 186 Gramm. Und ja, insgesamt geht die Verarbeitung in Ordnung. Der Bildschirm des Motorola One Macro hat eine Diagonale von 6,2 Zoll. Und ja, die Bildschirmränder sind hier ganz okay schmal. Es gibt andere Smartphones, die auch teurer sind, die dann noch schmalere Displayränder haben. Aber das ist schon ganz in Ordnung. Die Auflösung beträgt leider nur HD Plus 1520x720 Pixel. Und es ist ein IPS-Panel mit einer mittelmäßigen Blickwinkelstabilität. Ja, die Pixeldichte liegt hier bei 270 ppi. Das ist jetzt nicht gerade ein Rekordwert. Und manchmal ist es dann tatsächlich auch, sieht man hier so ein paar Pixel. Aber gut, so richtig gestört hat es mich dann im Test nun auch wieder nicht. Ja, die Bildschirmhelligkeit ist hier sehr erfreulich. 575 Candela, das ist für ein Smartphone dieser Preisklasse schön hell. Könnt ihr also auch draußen, wenn die Sonne mal scheint, dieses Display in der Regel sehr gut ablesen. Ja, kurzer Rundgang um die Bedienelemente hier. Rechte Seite, Lautstärke, Wippe und An- und Ausknopf. Unten haben wir dann hier den Hauptlautsprecher. Das ist ein Monolautsprecher, der klingt laut und deutlich. Also hier aus der Hörmuschel oben kommt nichts raus. Das ist also kein Stereo, sondern nur Mono. Aber trotzdem gar nicht mal so übel, dieser Lautsprecher hier. Dann haben wir hier die USB-C-Buchse und ein Mikrofon an der Unterseite. Auf der linken Seite dann hier der SIM-Schacht. Den werden wir dann auch gleich nochmal aufmachen und schauen, was sich darin befindet. Oben haben wir dann den Kopfhöreranschluss analog, 3,5 mm Mini-Klinke und ein weiteres Mikrofon. Und ja, das war's. Auf der Rückseite haben wir dann den Fingerabdrucksensor hier mit diesem Bad-Logo von Motorola. Da ist er untergebracht. Und Bad-Wing nennt sich das übrigens. Ja, der Fingerabdrucksensor ist schnell und zuverlässig. Das ist wirklich sehr angenehm. Es gibt auch eine Gesichtserkennung. Die funktionierte so lala. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr das Bild bei guten Lichtverhältnissen aufnehmt. Sonst funktioniert das nicht so richtig. Und ja, softwaremäßig schauen wir mal, was hier vorinstalliert ist beim Motorola One Macro. Hier über das Telefon. Wir haben hier noch Android 9. Es soll aber ein Update auf Android 10 geben. Also Android Pie ist hier noch installiert.
Und ja, es ist Stock Android, also reines Android ohne zusätzliche Software von Motorola. Und dadurch lässt sich dieses Smartphone hier flüssig bedienen und auch sehr logisch bedienen. Wenn ihr von rechts nach links wischt, kommt der Google Discover News Feed. Von unten nach oben kommen alle Apps. Von oben nach unten kommen dann die Schnittstellen, die ihr hier an- und ausschalten könnt. Also das ist alles super smooth irgendwie, funktioniert richtig gut. Der Google Assistant ist natürlich auch dabei. Und ja, außerdem hat Motorola wie üblich hier so ein schönes Widget. Damit man das besser erkennen kann, werde ich mal hier den Hintergrund ändern. Es gibt hier auch zahlreiche Bildschirmhintergründe natürlich. Wir nehmen mal hier den Standardbildschirm. Dann kann man es besser erkennen, dieses Widget. Ja, mit vier Funktionen. Die Uhrzeit, wenn ihr da drauf tippt, dann kommt der Wecker zum Beispiel. Und darunter liegt dann das Datum. Wenn ihr da drauf tippt, wird der Kalender sinnigerweise geladen. Und darüber ist dann das Wetter. Ich habe es hier ganz vergessen, den Standort zu aktivieren. Wollen wir mal schauen, ob das jetzt so schnell klappt. Ja, wunderbar, 0 Grad. Und dieser Ring hier, das ist der Akkuladezustand. Also dieses Widget ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, dann gibt es auch noch die Motorola Moto App mit den Actions, also diese Gestensteuerungsmöglichkeiten zum Beispiel, wenn ihr das Smartphone zweimal hackt, nennt Motorola das, dann geht ja die Taschenlampe an und aus, wenn man das Smartphone hin und her wippt, geht die Kamera an und so weiter. Da gibt es jede Menge Gesten, die man hier belegen kann, zum Beispiel auch ein Screenshot mit drei Fingern. Ja, da muss man dann von der Mitte genau so nach unten ziehen, da wird ein Screenshot gemacht. Also das ist alles ziemlich cool. Außerdem befindet sich in dieser App hier ein Infobereich, wo ihr dann ja Näheres zum Smartphone erfahrt. Das macht Motorola, finde ich, immer ziemlich klasse. Ansonsten keine Bloatware und die Bedienung richtig klasse. Ja, dann werfen wir nochmal einen Blick auf das Thema Ausstattung und Performance. Ich starte mal AnTuTu und da seht ihr 163.306 Punkte. Das ist für diese Preisklasse ein ganz guter Wert. Wir haben hier einen MediaTek Helo P70 Prozessor an Bord mit 8 Kernen, also Octa-Core CPU, mit 4 GB RAM, Arbeitsspeicher und einer Taktung von 2 GHz der Prozessor. Ich starte mal Traffic Rider. Und ja, jetzt habe ich hier noch nicht Google Play installiert. Das ist notwendig für dieses Spiel. Das mache ich jetzt mal, damit ihr mal seht, wie lange das dauert. Das geht relativ fix vonstatten hier. Ich habe eine WLAN-Verbindung und auch die Installation. Das dauert gar nicht so lange, wie man das jetzt vermuten würde bei einem Einsteiger-Smartphone. Geht in Ordnung. Ja, die sonstige technische Ausstattung ist ja typisch für diese Preisklasse. Es gibt hier Bluetooth nicht in der aktuellen 5er-Version, sondern noch in der 4.2er-Version. WLAN haben wir auch nicht in der AC, also nicht in der schnellsten Variante, sondern nur mit BGN. Das ist aber jetzt auch kein Riesenproblem in dieser Preisklasse. LTE könnt ihr nutzen mit 300 Mbit im Download. Das ist alles so, ja, Mittelklasse halt. Und ja, ich starte auch nochmal Google Maps, damit ihr das auch nochmal gesehen habt. Dauert einen kleinen Moment, aber auch nicht allzu lange. Auch das Scrollen durch Webseiten geht hier okay, in Ordnung. Ist natürlich kein High-End-Smartphone und man merkt das dann schon dann und wann mal, aber es ist auch nicht wirklich schlimm. Ich zeige euch nochmal unsere Bestenliste auf tariftipp.de. Wenn ihr da ins Querformat kippt, dann seht ihr, gibt es hier jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, tausende von Filtern. Müsst ihr mal vorbeischauen. Da findet ihr 580 Smartphones im Test und könnt euch die hier filtern nach euren Wünschen. Ja, hier nochmal ein Blick auf die Rückseite. Plexiglas, das zieht natürlich Fingerabdrücke magisch an. Das verschmiert ganz schön schnell, damit müsst ihr leben. Ja, der Akku ist fest verbaut, 4000 mAh Kapazität und hat eine Laufzeit von 15 Stunden. Das ist also wirklich eine Bombenlaufzeit, richtig klasse. Und ja, der Akku ist schnellladefähig, allerdings ist das Netzteil hier nur mit 10 Watt bestückt. Also dann braucht man dann doch 1,5 bis 2 Stunden, bis der Akku vollgeladen ist. Aber geht trotzdem als Schnellladeadapter durch. Der interne Speicher liegt bei 64 GB. Das ist schon mal okay. Ihr könnt, wenn ihr wollt, hier zusätzlich auch noch eine MicroSD einsetzen. Das ist ein Hybrid-Slot, also entweder MicroSD und NanoSIM oder zwei NanoSIMs. Dann könnt ihr, wenn ihr das wählt, letzteres, das Motorola One Macro auch als Dual-SIM-Smartphone einsetzen. Das ist doch ziemlich... Ja, kommen wir zur Kameraausstattung. Ganz oben die Makrolinse mit 2 Megapixel Auflösung, darunter das Normalobjektiv mit 13 Megapixeln, dann folgt noch eine TOF-Linse und darunter in dem vierten Kreis ist der Laser-Autofokus untergebracht und dann kommt noch der Blitz. Hier auf der Front die Selfie-Cam mit 8 Megapixel Auflösung und ja, Beispielfotos und Beispielvideos folgen dann später noch. Vorher nochmal, wie immer, ein Blick in die Foto- und Video-App. Hier unten habt ihr den Umschalter für die Modi. Es gibt zwei Hauptmodi, nämlich Foto und Video. Und ja, jetzt ist hier eingestellt der Makro-Modus.
beziehungsweise jetzt stelle ich ihn mal ein. Und wie gesagt, ganz oben ist diese Makrolinse und dann könnt ihr wirklich ganz, ganz dicht rangehen an das Objekt der Begierde hier, meine Alien-Figur. Also so dicht kann man das mit anderen Smartphones nicht, dann wird es einfach unscharf werden. Hier beim Motorola One Makro überhaupt gar kein Problem. Ja, die weiteren Modi schauen wir uns auch mal an. Es gibt Zeitlupe, Zeitraffer, Panorama-Modus und ja, wie gesagt, Makro-Video- und Makro-Foto-Modus. Und ja, diesen Videomodus hier, den schenke ich mir mal, kommt später noch ein Beispiel Video, was ich im Makrobereich gemacht habe. Dann gibt es hier den Porträtmodus. Hier könnt ihr wunderbar den Grad der Tiefenunschärfe einregeln und dann Fotos schießen mit unscharfem Hintergrund. Das funktioniert bei Motorola richtig gut, muss ich sagen. Auch bei diesem Smartphone hier von der Bedienung her ziemlich klasse. Zur Fotoqualität kommen wir dann später. Und ja, hier könnt ihr dann auch diese Fotos dann noch nachbearbeiten. Ja, im Fotomodus haben wir dann oben die üblichen Schnellschalter, HDR, Blitzlichtsteuerung, Timer. Hier ist der Umschalter zwischen Automatik und Profi-Modus, also Manuell-Modus. Da könnt ihr halt die Belichtung manuell einsteuern. Hier zum Beispiel den Weißabgleich, den ISO-Wert und so weiter. Also da hat man viele Möglichkeiten. Und ja, ganz rechts haben wir dann noch die Möglichkeit, hier im RAW-Modus zu fotografieren, also entweder JPEG oder RAW oder beides. Ziemlich cool, muss ich sagen. Und hier geht es in die Einstellung. Hier seht ihr die Fotoauflösung, die Größe im 4:3 Format, maximal 13 Megapixel. Es gibt auch ein 16:9 und 19:9 Format. Videos könnt ihr drehen, maximal mit Full HD und 30 Bildern pro Sekunde im 16:9 oder 19:9 Format. Und ja, was gibt es noch zu sagen zum Bereich Video? Hier gibt es dann noch einen Bildstabilisator, ein EIS, den könnt ihr an- oder ausstellen. Dann sind die Videos nicht ganz so verwackelt. Das funktioniert ganz okay, allerdings auch nicht so richtig toll. Also richtig wackelfrei werden die Videos dann auch nicht. Ein Porträtmodus bei der Selfie-Cam gibt es auch, sehr angenehm. Da könnt ihr also auch mit der Selfie-Cam hier schöne Bokeh-Fotos machen. Und jetzt folgen die Beispielfotos. Ja, hier die Beispielfotos, mein Hase im Stall bei besseren Lichtverhältnissen. Generell kann man sagen, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, gelingen auch mit dem Moto One Makro ganz gute Fotos, sobald das Licht dann schlechter wird. Hier zum Beispiel, weil das noch relativ früh, wird es dann doch ein bisschen unscharf und ein bisschen matschig und ein bisschen unkonturiert. Ja, das ist bei anderen Smartphones bei dieser Preisklasse aber auch der Fall, insofern nichts Besonderes. Wie gesagt, wenn die Lichtverhältnisse gut sind, gelingen hier auch ganz okaye Bilder, könnt ihr hier sehen, relativ scharf. Gut, an den Bildrändern nimmt die Schärfe ein bisschen ab, aber okay. Ja, was ist noch zu sagen zur Hauptkamera? Wie gesagt, 13 Megapixel Auflösung. Hier mal ein Bild im Schuppen bei mittleren Lichtverhältnissen. Die Farben sind okay. Und jetzt kommen Makroaufnahmen. Hier seht ihr diese beiden, ich glaube, sind das Zecken, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls, das ist natürlich klasse. Wobei ich finde, dass die Makrokamera leider ein bisschen niedrig auflöst. 2 Megapixel ist mir persönlich ein bisschen zu dünne. Trotzdem kann man natürlich richtig dicht rangehen. Und auch hier gilt, wenn das Licht schlechter wird, werden die Aufnahmen ein bisschen matschig. Bei besseren Lichtverhältnissen, hier im Innenraum, hier zum Beispiel meine Brille, ist es ganz okay. Videos kann man auch drehen mit der Makrokamera, aber wenn man halt so dicht dran geht an das Objekt, hier gut zu erkennen, wackelt es natürlich manchmal ein bisschen. Also da muss man ein bisschen üben, bevor man hier schöne Makrovideos hinkriegt. Die Selfie-Cam mit 8 Megapixel hat, wie gesagt, auch die Möglichkeit, mit Bokeh zu fotografieren. Hier mal ohne und dann hier mit Bokeh. Das funktioniert doch relativ klasse. Auch im Innenraum macht die Selfie-Cam ganz gute Aufnahmen, finde ich, auch mit natürlichen Farben. Ja, und jetzt wollen wir uns mal ein Beispiel-Video anschauen. So, jetzt auf die Schnelle noch ein kurzer Beispielclip, den ich mit der Hauptkamera drehe, nicht mit der Makrokamera, mit der Hauptkamera des Motorola One Makro. Maximal sind hier Full HD Videos möglich mit 1920x1080 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde. Ja, wie immer nutze ich die internen Mikrofone. Es gibt auch einen elektronischen Bildstabilisator, der ist jetzt auch an. Und ja, weiter geht's mit dem Fazit. Ja, damit kommen wir zum Fazit zum Motorola One Makro. Ich habe wie immer die Pro- und Kontrapunkte hier mal so ein bisschen sortiert. Fangen wir mal bei den Kontrapunkten an. Die Ausstattung ist eher mittelmäßig. Also das Smartphone hat zum Beispiel keine Stereo-Lautsprecher, es gibt keinen Wasser- und Staubschutz beim Gehäuse, es gibt einen Spritzwasserschutz, aber eben keinen echten Wasser- und Staubschutz. Und der Akku ist auch nicht kabellos, also induktiv ladbar. Das ist alles verkraftbar, vor allem natürlich, wenn man bedenkt, dass dieses Smartphone nicht mal 200 Euro kostet. Also insofern
ist es okay, aber wie gesagt, es ist nicht besonders gut ausgestattet, das muss man auch ganz klar sagen. Ja, auf der Pro-Seite würde ich gar nicht mal so sehr die Makrolinse zuerst nennen, sondern die Akkulaufzeit. Also das ist wirklich, 14 Stunden haben wir hier gemessen, das ist wirklich bombenmäßig, liegt wahrscheinlich am Prozessor und auch am Display, die ja nicht so der nicht so hoch auflöst, zum Beispiel das Display, und der Prozessor ist ja auch eher Mittelklasse-Prozessor. Das kommt natürlich der Akkulaufzeit zugute. Und es gibt hier einen Fingerabdrucksensor, es gibt auch eine Gesichtserkennung, die hat funktioniert, aber nicht so richtig gut. Also da muss man schon bei gutem Licht das Foto aufnehmen. Und ja, was mir auch gut gefallen hat, war das unverbastelte Stock-Android hier. Also die Bedienung ist einfach echt klasse. Und ja, zu guter Letzt dann eben nochmal ein Satz zu dieser Makrolinse. Also wer gerne Käfer, Insekten oder irgendwelche Dinge fotografiert, wo er nah rangehen muss, um sie halt formatfüllend aufzunehmen, der wird hier sicherlich seine helle Freude haben. Allerdings ist die Qualität jetzt auch nicht so bombenmäßig, wie ich das eigentlich erwartet hätte. Wenn dieses Smartphone schon Makro heißt, dann hätte ich eigentlich gedacht, dass das mich jetzt wirklich umhaut. Das können andere Smartphones teilweise ebenso gut, aber gut, auf der anderen Seite kostet dieses Smartphone eben auch nur 200 Euro. Ja, die Wettbewerber seht ihr hier links unten, und das soll es ja mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erfahren zum Motorola One Makro, wenn dem so sein sollte. Gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und ja, damit grüße ich euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und sage Tschüssinger, bis bald.